Hallo, willkommen bei Money, Finanzen kann jeder. Die Woche hatte es durchaus in sich gehabt, unter anderem auch natürlich wegen den Quartalzahlen. Diese Woche war vor allem auch auffällig gewesen, dass leichte Enttäuschungen bei den Zahlen oder den Prognosen direkt mit massiven Abverkäufen honoriert wurden. Ja, und so ergab es bei der einen oder anderen Firma durchaus massive Kursverluste. Aber auch der breite Markt war nicht sonderlich stark jetzt unterwegs gewesen. Vor allem die Märkte in Europa bzw. Deutschland bekamen mal ordentlich Druck. Und so befindet sich der DAX nach aktuellem Stand wieder unter der 16.000er Marke. Ja, wir sind also wieder ein ordentliches Stück vom Allzeithoch entfernt. Das könnte jetzt die nächsten Wochen natürlich so weitergehen, auch natürlich die nächsten beiden Monate. Der August und September sind durchaus Monate, die bekannt dafür sind, dass sie nicht sonderlich stark sind. Na, anders ausgedrückt zählen die beiden Monate durchaus zu den schwächsten Monaten im Jahr, wenn man das aus börsentechnischer Sicht so sehen möchte. Zumindest wenn man in der Vergangenheit mal reingeschaut hat. Na, ob das jetzt wieder so kommt, werden wir sehen, aber erste Tendenzen sind zumindest in dieser Woche schon spürbar gewesen. Es könnte also auch jetzt in den nächsten Wochen jetzt durchaus so weitergehen. Irgendwie hat man auch das Gefühl, dass der Markt nur auf Gründe wartet, um mal ordentlich abzuverkaufen. Na, wie diese Woche unter anderem auch bei der Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Fitch zu sehen war. Tja, und nächste Woche haben wir wieder so einige Termine. Massenhafte Zahlen von Unternehmen kommen wieder raus. Unternehmen gibt es auch die Verbraucherpreise in Deutschland am Dienstag und am Donnerstag dann die von den USA. Am Freitag haben wir dann auch noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und so weiter. Und dementsprechend, es bleibt absolut spannend. Vor allem, wenn man, wie ich, auf eine Marktschwäche jetzt wartet, die sich eventuell jetzt so langsam auch ankündigt. Schauen wir mal, was die nächsten Wochen so passiert. Kommen wir dann mal zu meinem Depot und seiner Entwicklung. Wir befinden uns jetzt mittlerweile in der 109. Woche von dem Projekt. Für alle, die es noch nicht wissen, das Depot wurde am 5.7.2021 bei einem damaligen DAX-Höchststand von 15.619 Punkten und einem S&P-Stand von 4.352 Punkten gestartet. Dann ab zum Depot, meine Performance und natürlich vor allem meine Veränderungen. Dann legen wir mal los. Was hat sich also in dieser Woche in meinem Depot sich so getan? Ich habe in dieser Woche mal wieder Dividenden erhalten. Diesmal klingelte es gut 7-mal in der Kasse. In der Summe war es durchaus auch ein Betrag gewesen, den ich gerne entgegengenommen habe. Ja, dann gab es wie jede Woche meine obligatorische Einzahlung und neue Käufe gab es in dieser Woche dann auch so einige. 4 neue Aktien und gleich 2 neue ETFs kamen ganz frisch ins Depot. Videos zumindest zu einer Aktie und den beiden ETFs hatte ich in dieser Woche ja auch veröffentlicht. Zu den restlichen Neukäufen erzähle ich dann gleich ein bisschen was, wenn ich bei den Datenblättern bin. Gelegenheiten für diverse Nachkäufe und Optimierungen gab es dann auch noch und Verkäufe standen vor allem diese Woche im Mittelpunkt. Insgesamt habe ich Gewinnmitnahmen durch Teilverkäufe bei 10 Positionen gemacht und auch dazu erzähle ich dann gleich mehr, wenn ich bei den Datenblättern bin. Kommen wir dann mal zum Live-Depot. Aktueller Stand ist 207.445 Euro und wir sehen auch Freitag, Handel ist jetzt noch nicht beendet. Wir befinden uns jetzt im nachbörslichen deutschen Handel, aber in Amerika wird jetzt noch gut 2 Stunden gehandelt. Wir sehen, dass wir volatil am Freitag unterwegs sind. Viel wichtiger ist ja die Wochenperformance und da sehen wir, am Montag und Anfang Dienstag war es noch okay gewesen. Und dann ging es Stück für Stück immer weiter runter. Gerade zum Ende der Woche kam nochmal ordentlich Schwäche rein. Wie auch der Allgemarkt konnte sich mein Depot natürlich davor nicht entziehen und dementsprechend habe ich jetzt auf Wochensicht Minus von 1,38%, sprich gut 2.900 Euro, stehe ich tiefer wie letzte Woche. Dann scrolle ich einmal kurz die Liste durch. Rechts seht ihr die prozentuale Veränderung seit meinem letzten Einstieg bei der jeweiligen Position. Und solange ich hier in Plus bin, halte ich grundsätzlich eigentlich meine Füße still. Ausnahmen gibt es zwar, wo ich hin und wieder mal, vor allem wenn ich Positionen ein bisschen größer machen möchte, auch mal in Stärke nachkaufe. Aber hauptsächlich mache ich den Positionsaufbau in Schwäche. Und solange hier rechts eine grüne Zahl zu sehen ist, halte ich fast immer die Füße still. Interessant für mich wird es, wenn wir uns Richtung 0% bewegen oder halt vor allem dann natürlich im negativen Bereich, sobald es rot wird, werde ich natürlich neugierig, woran es liegt. Dann schaue ich nach und entscheide dann, wenn ein bestimmter Betrag ins Minus gelaufen ist, ob ich zuschlage oder die Position erstmal halte oder nur eine Optimierung durchführe. Newman ist ganz leicht jetzt als erste Position im Minus. Und da muss ich mal nächste Woche schauen, genauso wie bei Reply. Und man sieht auch, oben die Positionen sind noch relativ gut dabei. Je tiefer es geht, je kleiner die Positionen sind,
desto häufiger kommen jetzt auch mal die Minuspositionen. Und das sind natürlich dann alles mögliche Kandidaten für nächste Woche für Nachkäufe inklusive Optimierung. Allerdings erst, wenn die Prozentzahl ins Minus läuft mit einem größeren Betrag, damit sich das auch lohnt. Aber ich bin gerade auch bei den unteren Positionen, vor allem die, die in meiner Investzone 1 und 2 sind, natürlich hackenscharf drauf, hier die Position aufzubauen. Dementsprechend ja, muss ich natürlich individuell entscheiden, ab wann ich dann Nachkäufe tätige. Ich habe auch in dieser Woche durchaus bei den kleineren Positionen auch mal Käufe getätigt, wo die Position selber noch nicht ins Minus gelaufen ist. Ja, vor allem durch die Teilverkäufe bzw. Gewinnmitnahmen war mein Kassenbestand natürlich dann noch höher. Und deswegen konnte ich dann auch offensiver vorgehen und habe dann durchaus auch ein paar Positionen, die ich endlich in meine Investzone 2 sehen wollte, diese Woche auch hochgehievt. Und dementsprechend, ja, ich bin momentan natürlich wirklich, nicht unter Druck, aber durchaus bereit, schnell die unteren Positionen auch mal jetzt größer aufzubauen, damit ich endlich auch die als gesicherte Position bei mir im Depot habe. Und deswegen habe ich auch gerade kein Problem damit, gerade bei den kleinen Positionsgrößen, die in meiner Investzone 1 sind, aber auch durchaus in meinem Anfangsbereich Investzone 2, so mit 600, 700 Euro, dass ich die noch weiter nach oben treibe. Und dementsprechend, es müssen nur dann die dementsprechenden negativen Tendenzen kommen. Und dann natürlich muss die dementsprechende News- und Zahlenlage dann auch so sein, dass man dann auch freudig investiert. Und dann bin ich auch gerne dabei, hier einzusteigen. Und nächste Woche scheint mir so, bei den Positionen sind ja jetzt doch so einige, die ins Minus laufen, könnte ich dann durchaus nächste Woche dann so einige Nachkäufe tätigen. Wäre ja genau in meinem Interesse. Ja, mein Kassenbestand ist weiterhin noch hoch, 55.574 Euro. Und dementsprechend warte ich nur auf meine Chancen. Und natürlich brauche ich das Geld natürlich auch noch für die Positionen, die mir in meinem selbst erstellten ETF fehlen. Ja, wir sehen dann auch auf Monatssicht, dass das Depot ja grundsätzlich noch gute Tendenz hat. Seit den Hochs sind wir jetzt allerdings ein Stück jetzt zurückgelaufen. Das ist ja im Endeffekt die Sicht von dieser Woche, das Ende. Bis letzte Woche lief es ja mehrere Wochen jetzt auch schön kontinuierlich nach oben, was man jetzt auch am Jahreschart gut sieht. Wir haben jetzt im Endeffekt vom Depot her einen leichten Rücksetzer, der aber noch nicht wild ist. Und grundsätzlich ist auch der positive Trend noch intakt. Und insgesamt bin ich natürlich auch mit der Performance von meinem Depot immer noch zufrieden. So, dann würde ich mal sagen, sind wir jetzt hier soweit durch. Wir wollen ja auch schnell machen und dementsprechend eilen wir dann mal ganz fix zu den Datenblättern. So, bevor ich loslege, einmal kurz meine einleitenden Worte für alle neuen Zuschauer. Ein paar Gegebenheiten möchte ich gerne klarstellen, bevor ich loslege, damit alle hier auf dem gleichen Stand sind. Ich habe hier in meinem Depot keinen Freistellungsauftrag eingerichtet. Grund ist relativ einfach, ich brauche den für ein anderes Depot. Daneben mache ich hier durch meine Optimierung keine Steuersparnis, sondern nur eine Steuerverschiebung. Grund ist auch relativ einfach, ich möchte so lange wie möglich mit dem Geld arbeiten und dementsprechend binde ich die Verluste in meinen Langzeitpositionen und nutze die Verluste in meinem Verlustverrechnungstopf für Gewinnmitnahmen, damit ich diese steuerfrei erhalte. Und pro Trade zahle ich hier nur 1 Euro. Dementsprechend kann ich hier sehr kleinteilig handeln, weil das halt von der Kostenstruktur her nicht allzu schlimm ist. Ansonsten alle Fragen zum Depot, meinem Aufbau, wie ich auch Positionen aufbaue, aber auch wie die Struktur hier in meinem Depot aufgebaut ist, alles zum Thema Optimierungen und Steuertöpfen und den grundsätzlichen Aufbau auch von den Branchen und so weiter, findet ihr alles als Erklärvideos in der Beschreibung. Ich habe die ganzen Erklärungen, die sich so über die Jahre angesammelt haben, als Videos verwurstet und Erklärvideos gemacht. Bitte einmal anschauen, dann dürften eigentlich alle Fragen geklärt sein. So, dann legen wir mal los. Die Indexstände habe ich zum Zeitpunkt meiner Datenübernahme hier auch mit eingetragen. Sind jetzt natürlich nicht die Freitagabend-Endkurse. Eine kleine zeitliche Differenz habe ich natürlich, weil ich natürlich die Vorbereitung, die Übertragung hier ins Datenblatt auch machen muss. Und da vergeht natürlich ein bisschen Zeit bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Außerdem haben wir natürlich noch den nachbörslichen Handel jetzt am Freitagabend und dementsprechend haben wir nicht ganz die Endstände von der Woche, sondern sind so 2 Stunden vorm Wochenende noch entfernt. Die Indizes
haben jetzt ein bisschen Schwäche gezeigt. Der DAX ist jetzt von seinen Höchstkursen auch ein bisschen runtergekommen. Man sieht das ja. Wir waren letzte Woche bei 16.528 Punkte, jetzt nur noch bei 15.951. Also der Druck, der kam schon leicht auf, vor allem jetzt hier bei den deutschen Indizes. Amerika hält sich noch relativ wacker im Vergleich zu letzter Woche, aber musste auch wieder ein bisschen abgeben. Und dementsprechend, wenn der breite Markt abgibt, muss ich mir natürlich auch in meinem Depot damit zurechtfinden, dass ich auch hier ein bisschen federn lassen muss, aber das habe ich ja gerade auch schon erzählt. Und dementsprechend habe ich den Stand, den ich gerade auch im Live-Depot gezeigt habe, von 207.871 Euro. Kleine Differenz haben wir zum Live-Depot. Wie gesagt, wir handeln ja noch. Ja, aktuell ist mein Depot mit 11.871 Euro und 54 Cent im positiven Bereich. Das ist mein realer Nettogewinn, den ich jetzt habe. Sprich, mein investiertes Geld ist aktuell 8,45% im Plus und dementsprechend schlage ich mich sehr wacker im Vergleich zu den Indizes, die doch um einiges im Vergleich zum Zeitpunkt der Depotöffnung noch schlechter laufen. Aber das ist alles nur eine Momentaufnahme, das kann sich alles jede Woche ändern, dementsprechend sollte man das jetzt auch nicht alles so hochgewichten. Wir können natürlich jede Woche auch eine Differenz kriegen von den Indizverläufen, aber auch von meinem Depotverlauf. Aber grundsätzlich halte ich mich ja die letzten zwei Jahre immer sehr gut im Vergleich zum Markt. Ja, hier auch nochmal dann mein Betrag. Mit 55.574 Euro bin ich im Cash, sprich 26,73%. Und mein ETF-Anteil im Depot ist aktuell bei 15,69%, also mitten in der Zielzone, die ich habe. Ich will ja ungefähr 15-20% in ETFs anlegen. Dementsprechend bin ich da jetzt mittendrin. Anleiheanteil im Depot ist 1,47% und Gold-Silber-Anteil ist jetzt 0,43%. Aber hier werde ich auch nur investieren, wenn wirklich Gold und Silber mal wirklich unter Druck kommt. Hier werde ich auch keine Bestände kaufen, solange die höher sind oder die Kurse höher sind, wie ich zum letzten Mal gekauft habe. Das sind wirklich Positionen, die ich dann halt für die nächste Krise in Schwäche kontinuierlich aufbauen werde. Ja, dann kommen wir mal zu meinen Verlustverrechnungstöpfen, beziehungsweise zum Verlustverrechnungstopf Aktien. Und hier sehen wir auch, wie schnell das gehen kann, dass dieser wieder abgebaut wird. Ich habe diese Woche Teilverkäufe gemacht. Jetzt sind also keine wilden Sachen gewesen. Ich habe ungefähr 2% von meinem Depot verkauft, also vom investierten Geld. Und die Gewinnmitnahmen haben sich natürlich auch sofort massiv auf den Verlustverrechnungstopf Aktien ausgewirkt. Sprich, ich bin von 15.888 Euro, die ich letzte Woche noch hatte, habe ich mal hier hingeschrieben, jetzt runter auf 14.630 Euro. Dazu muss ich natürlich auch noch sagen, es kam natürlich noch ein bisschen was durch die Optimierung von dieser Woche wieder dazu. Aber man sieht, in welchen Größenverhältnissen das ruckzuck wieder abgebaut wird, dass auch durchaus mal so 8-10% von den Verlusttopfen innerhalb von kürzester Zeit abgebaut werden können, wenn ich gerade mal 2% meines Depots verkaufe. Und dementsprechend, es sieht immer sehr groß aus, was im Verlustverrechnungstopf ist, aber in Wahrheit ist das nichts, weil es natürlich ruckzuck aufgebraucht werden kann. Sieht man ja auch bei den einzelnen Positionen, nur wenn ich jetzt hier im oberen Bereich hinschaue, Allianz mit 836 Euro im Plus, wenn ich die verkaufe, dann ist schon wieder, ich sag mal, fast 1.000 weg, dann wäre ich schon bei 13.800 Euro und dementsprechend, das ist alles rucki zucki verarbeitet und dementsprechend habe ich auch keine Probleme damit, dass der Verlustverrechnungstopf Aktien relativ hoch aufgebaut ist, weil das kann ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit sehr, sehr gut gebrauchen, damit ich meine Gewinne steuerfrei wieder reinvestieren kann. Ja, mein aktueller Steuervorteil bei noch zu möglichen Gewinnen Mitnahmen oder Gewinnrealisierung von 14.630 Euro wäre jetzt noch 4.096 Euro. Ja, das sind dann die Steuern, die ich jetzt erstmal nicht abführen müsste und die ich dann reinvestieren kann. Ja, ansonsten gibt es dann, glaube ich, hier oben nicht viel zu sagen. Dann scrolle ich mal die Liste gemächlich durch, in einem Tempo, so wie ihr euch das gewünscht habt, dass ihr auch zu jeder Zeit pausieren könnt, um euch die Details anzuschauen. Hier sind wir gerade in meinem selbst erstellten ETF, wo die Einzelaktien sich befinden. Ganz fertig bin ich noch nicht. Ja, durch die Neukäufe diese Woche fehlen jetzt noch ungefähr so 23 Aktien. Aber es nähert sich langsam der Fertigstellung. Zumindest von meinem selbst erstellten ETF. Ja, hier kommen die Trading-Positionen. Die Positionen, die ich momentan nur drin habe, um halt ein paar extra Euros zu machen. Ich habe die Activision Blizzard. Grund dafür erzähle ich dann auch gleich. Jetzt hier reingepackt, dadurch, dass ja Microsoft die Firma übernehmen wird und es auch sehr stark danach aussieht, dass es passieren wird. Dementsprechend werde ich die Activision Blizzard Aktien dann auch verkaufen, sobald wir dann fast den Übernahmepreis erhalten. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen.
So, wir sind schon kurz davor. Ich hatte auch schon Teilgewinne mitgenommen, als wir irgendwo bei 83, 84, meine ich, Euro gewesen sind. Und dementsprechend, der Restbestand ist jetzt nur noch da, um eventuell noch die letzten 3 Euro abzugreifen. Und danach wird die Position verkauft und dementsprechend habe ich sie jetzt hier in die Trading-Position reingepackt. Schöne Entwicklung gab es bei IONOS dieser Woche, beziehungsweise am Freitag. Da ist die Aktie, ich meine, weil es Hochstufungen von Analystenhäusern gab, 3 Stück konnte ich entdecken und da sprang die Aktie ein ordentliches Stück nach oben. Und die anderen beiden oder überhaupt die beiden Positionen hier sind jetzt nicht mehr weit davon entfernt. Und da hoffe ich natürlich, dass ich dann irgendwann ins Plus laufe. Und wenn ich da mal so 10%, 15% vielleicht mal ins Plus gelaufen bin, dann werden die Positionen aufgelöst, die Gewinne realisiert und die realisierten Gewinne, die ich dann hoffentlich steuerfrei bekomme, dann natürlich reinvestiert in bestehende Positionen oder weitere Trading-Positionen. So, hier kommt dann jetzt mein selbst erstellter ETF. Da hat sich ja diese Woche auch noch ein bisschen was getan. Dann kommen hier meine beiden Positionen, physisches Gold und Silber. Und dann hier meine Anleihe-ETFs. Und am unteren Ende findet man noch die Short-Zertifikate, die ich momentan noch auf den Nasdaq, S&P 500 und Nvidia in meinem Depot habe. Hat sich nicht gelohnt, wenn man das wirklich nüchtern betrachtet, die reinzuholen, beziehungsweise ich war wohl doch zu früh dran gewesen. Naja, die Restbestände lasse ich mal laufen. Vielleicht kommen ja jetzt noch ein bisschen schwächer rein die nächsten Wochen. Und wenn ich raus bin, habe ich wieder ein bisschen mehr Cash. Und war aber nicht so erfolgreich, wie ich es mir eigentlich versprochen hatte. Gut, kommen wir jetzt mal zu den Aktivitäten von dieser Woche. Fangen wir mal erstmal mit den Verkäufen an. Insgesamt 10 Positionen habe ich verkauft, aber ich muss dazu sagen, das sind keine Positionsauflösungen gewesen, sondern wirklich nur Teilgewinnmitnahmen. Ich habe Teilgewinne mitgenommen bei der Adidas, bei Meta Platforms, Infineon, Alphabet, Heidelberg Materials, Wacker Neuson, Fresenius, Daimler Truck, Münchner Rück und Hochtief. Sieht wirklich nach viel aus, weil es wirklich 10 Positionen sind. Aber das waren immer nur so 20-30% oder so vom bestehenden Bestand. Also ich bin immer noch weiter investiert. Die Positionen sind weiter in meiner Investzone 2 und 3. Aber nachdem die Aktien so gut gelaufen sind, wie zum Beispiel jetzt die Meta mit 226%, aber auch eine Adidas mit 95% oder Hochtief mit 94%, habe ich hier mal ein paar Chips vom Tisch genommen, um einfach Cash zu generieren. Und insgesamt konnte ich dadurch 3.123 Euro an zusätzlichen Mitteln wieder frei machen. Und das war gerade mal 1,98% vom Depot. Also ihr seht, das war eigentlich jetzt kein großer Move gewesen. Aber es hat mir zumindest geholfen, so viel Cash zu generieren, extra Cash zu generieren, dass ich meinen Eigencash, den ich momentan habe, nicht angreifen musste für die Investitionen, die ich diese Woche getätigt habe. Ja, insgesamt habe ich so grob 3.300 Euro investiert und 3.100 Euro stammten halt von meinen Teilverkäufen. Deswegen habe ich die unter anderem auch gemacht, damit ich im Endeffekt das Geld dann halt reinvestieren kann und nicht meinen Cash-Anteil, den ich mir jetzt über Wochen, Monate aufgebaut habe, angreifen muss. Und warum ich das mache, kann ich auch noch schnell erklären. Das Geld ist einfach verplant. Ne? Ich will noch 23 weitere Positionen in meinem Depot kaufen. Dafür muss ich natürlich eine bestimmte Summe vorsehen. Wenn ich nachher meinen selbst erstellten ETF von der Struktur her fertiggestellt habe, brauche ich natürlich auch noch Geld, um die Positionen weiter aufzubauen. Dafür muss ich natürlich auch Geld einplanen. Hinzu kommt, dass ich eventuell auch noch ein bisschen was im Anleihebereich machen möchte. Dann natürlich auch noch eventuell noch ein bisschen Geld vorsehen muss für meinen Gold- und Silberanteil. Und nicht zu vergessen, am Ende sollen dann ja auch noch ungefähr 20.000 Euro, das sind dann halt 10% von meinem Depot, vom angezahlten Geld, dann verwendet werden für die Trading-Position, die nach Fertigstellung der Struktur des Depots ja dann vor allem in den Mittelpunkt rücken. Und dementsprechend brauche ich halt diesen hohen Cash-Anteil, weil ich halt noch sehr viel in meinem Depot machen möchte. Und daher habe ich dann diese Woche zugesehen, dass ich mal eher über die Gewinnmitnahmen, die Refinanzierung von den Investitionen in dieser Woche getätigt habe bzw. verrechnen konnte. Also mein Cashbestand ist eigentlich grundlegend fast in der gleichen Höhe vorhanden wie letzte Woche. Und das, obwohl ich so einiges gemacht habe. Ein bisschen dazu kam dann auch noch die Dividenden. 7 Dividenden habe ich erhalten. Bank of Scotia, JP Morgan Chase, CVS Health, AT&T, West Pharmaceuticals, Verizon und Boston Properties haben gespendet. Insgesamt kamen 74,48 Euro auf mein Konto. Das sind natürlich die Nettobeträge, die ich erhalten habe. Die habe ich auch dementsprechend
hier eingetragen. Insgesamt hat mein Depot seit Depoteröffnung 4.262 Euro an Nettodividenden erhalten und in diesem Jahr bin ich bei 2.713,46 Euro. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Investitionen. Die Nasdaq-Aktie habe ich ja neu gekauft. Habe ich ein Video drüber gemacht, muss ich nicht viel zu erzählen. Alles dazu findet ihr in dem Video. Einfach anschauen, dann wisst ihr, warum ich hier zugeschlagen habe. Daneben habe ich mir die Deutsche Bank wieder zurück ins Depot geholt. Die habe ich ja als Dauer-Rein-Raus-Kandidat bei mir schon öfters drin gehabt. Ich glaube, 5-mal oder 6-mal hatte ich sie schon im Depot. Ich konnte niemals in die Investzone 2 mit ihr vordringen. Dementsprechend habe ich sie dann immer mit Gewinnen verkauft. Habe ich ja auch vor ein paar Wochen erst gemacht und jetzt ist sie wieder unter 10 Euro gedippt. Ich habe durch die ganzen, ja ich sag mal, Verkäufe, die ich dann mit der Position schon gemacht habe, natürlich jetzt einen schönen Puffer im Rücken an Gewinnen, die ich schon realisiert habe. Und dadurch kann ich natürlich jetzt offensiver wieder in die Position reingehen. Auf lange Sicht finde ich die Aktie jetzt gar nicht mal so schlecht. Sehe auch Potenzial bis 12, 13 Euro durchaus in den nächsten Monaten, wenn alles mal ein bisschen ruhiger wieder läuft. Und dementsprechend bin ich jetzt bei unter 10 Euro wieder reingegangen und werde jetzt die Position mal wieder versuchen aufzubauen, wenn sie weitere Schwäche zeigt. Sollte es klappen, bin ich endlich mal drin. Sollte es nicht klappen, ja, dann mache ich das so wie die letzten Male auch, wenn sie mir davonlaufen sollte, dass ich sie dann wieder verkaufe, wenn sie halt ein dementsprechendes Plus generiert und ich den Kursen dann nicht mehr hinterherlaufen möchte. Aktuell ist sie aber erst ganz frisch drin, das heißt gerade erst in der Investzone 1 mittendrin, habe noch ein bisschen Puffer, bevor sie dann halt in die Investzone 2 kommt und dementsprechend, das ist jetzt wirklich ein jungfräulicher Einstieg hier. Dann habe ich mir die Electronic Arts wieder reingeholt. Na, da kamen jetzt die Zahlen raus, Aktie kam unter Druck. Sie ist ja, die hatte ich auch schon mal in meinem Depot gehabt, deswegen habe ich da auch kein neues Video zu gemacht, sogar Kaufvideo, weil ich die ja schon in Analyse hatte. Die Aktie ist mir damals auch davon gelaufen, da wollte ich den Kursen nicht hinterherlaufen. Hat sich dann jetzt auch gezeigt, dass es gut so war, denn die Aktie hat jetzt die ganzen Kursgewinne teilweise wieder abgegeben und ist ordentlich zurückgelaufen, auch unter anderem halt durch die Zahlen. Ich habe das jetzt ausgenutzt, um den ersten Bestand wieder reinzupacken. Ein Grund war natürlich auch gewesen, weil ich ja weiß, dass die Activision Blizzard irgendwann aus meinem Depot fliegt, wegen der Übernahme von Microsoft. Dementsprechend habe ich hier einen Platz frei. Electronic Arts finde ich grundsätzlich als Unternehmen interessant. Deswegen habe ich kein Problem damit, die jetzt sofort wieder ins Depot zu holen, um die Lücke in meinem Gaming-Bereich sofort wieder aufzufüllen. Und dadurch, dass ich ja durch den letzten Positionsaufbauversuch inklusive anschließender Gewinnmitnahme, als sie mir davongelaufen ist, natürlich hier auch Gewinne im Rücken habe, konnte ich natürlich jetzt auch hier wieder offensiver einsteigen. Und ich habe es jetzt einfach mal reingeholt, nachdem ich die Zahlen gesehen habe. Und schaue ich jetzt mal, dass wenn noch weitere Schwäche reinkommt, und das könnte durchaus sein, dass ich hier jetzt endlich mal eine schöne Langzeitposition aufbaue und auch endlich in meine Investzone 2 reinkomme. Das gleiche gilt dann auch für Expedia. Die Aktie hat ja auch richtig massiv verloren nach den Zahlen. Und das war ja auch ein Effekt, den man diese Woche sehr oft feststellen konnte, dass wenn halt so kleinen Haar in der Suppe gefunden wurde, dass dann halt durchaus Aktien massiv unter Druck kamen. Das ist bei Expedia passiert. Ich war ja hier auch schon mal drin gewesen. Sie ist mir dann davon gelaufen. Ich kam nicht richtig rein. Dann habe ich auch die Gewinne mitgenommen. Sie ist dann noch weiter gestiegen. Und jetzt ist sie dann halt durch die immensen Kursrücksetzer diese Woche wieder auf so ein Niveau gekommen, wo ich sage, jetzt fange ich mal langsam an mit dem Positionsaufbau. Ja, aber es gab ein paar Punkte, die haben jetzt auch bei den Zahlen missfallen. Aber auf lange Sicht sehe ich da durchaus Potenzial und auch mit den Gewinnen von meinem letzten Versuch im Rücken versuche ich jetzt mal hier wieder den Neueinstieg. Natürlich sehr klein erstmal und ist sowieso nicht einfach für den Bereich Reisen und Tourismus Unternehmen zu finden. Fand auch damals es schade, die Expedia wieder rauszupacken. Jetzt ist sie wieder da und ja. Dementsprechend mal schauen, wie es diesmal läuft. Ja, und daneben, neben den vier Aktien, also Nasdaq, Deutsche Bank, Electronic Arts und Expedia, kamen dann noch die beiden ETFs rein, der Stoxx Europe Dividend 30 und der MSCI Japan Small Cap ETF. Und die beiden habe ich ja über ein Video dementsprechend vorgestellt diese Woche. Und daher muss ich jetzt auch nichts großartig dazu sagen. So, danach habe ich noch ein paar Nachkäufe getätigt. Ich mache jetzt mal diese Nachkäufe separat.
Bei Altria Group wollte ich endlich mal, dass die Position über die 40 Euro, über die Schwelle zur Investzone 2 rüberkommt. Sie habe ich ja schon seit, weiß ich nicht, gefühlt einem halben Jahr in meiner Investzone 1. Sie dippt immer runter. Ich hatte die Aktie für knapp unter 40 mir ins Depot geholt. Sie knabberte mal an die 40, dann ging sie wieder hoch auf 44, dann ging sie wieder runter, dann wieder hoch. Aber sie bewegte sich immer in einem Rahmen, wo ich keine Chance hatte, in Schwäche die Position weiter aufzubauen. Jetzt habe ich mal die Faxen dicke gehabt. Ich wollte weiter Geld in Aktien stecken. Die Position läuft schon lange bei mir in der Investzone 1, hatte nie große Schwäche gezeigt unter 40. Dementsprechend habe ich sie jetzt einmal in die Investzone 2 gehievt. Und ich habe jetzt gesehen, am Freitag kam sie halt wieder Richtung 40 und dementsprechend mal schauen. Wenn ich jetzt wirklich nochmal einen Absacker sehe, ist sie auf jeden Fall gesichert drin. Sie kann jetzt von mir aus davonlaufen, aber auch durchaus noch weitere Schwäche zeigen. Dann kann ich hier wenigstens mal eine ordentliche Position aufbauen, weil selbst jetzt mit der Überschreitung der 500-Euro-Grenze ist sie natürlich in einer Größe, die sie mir eigentlich noch viel zu klein ist. Vor allem, weil natürlich auch die Dividendenausschüttung hier so schön ist und das macht natürlich mit einem größeren Investbetrag natürlich viel mehr Spaß, so eine Dividendenrendite zu erhalten als mit einem kleinen Bestand. Und dementsprechend, ich habe sie jetzt auf jeden Fall gesichert drin und hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn sie ab diesem Zeitpunkt nochmal ordentlich Schwäche zeigt, durchaus auch mal von mir aus Richtung Mitte 30 Euro gehen könnte. Dann würde ich auf jeden Fall sie ganz, ganz locker dann in meine Investzone 2 hieven. Bei SET habe ich dann auch diese Woche, als nochmal Schwäche kam, keine Optimierung vorgenommen, weil sie war nur ein paar Euro im Minus und dementsprechend habe ich dann hier die Aktie auch dann in meine Investzone 2 gehievt durch einen kleinen Nachkauf und das gleiche habe ich dann auch gemacht beim Stoxx Europe Dividend 30 ETF, der nach meinem Kauf dann auch nochmal ein bisschen runterging und dann habe ich gedacht, ach komm, ist ein ETF, der ist sowieso bereit aufgestellt, hier willst du auch, gerade auch wegen der Dividendenausschüttung, ein bisschen größeren Bestand haben. Dann habe ich sie auch relativ fix dann in dieser Woche nach dem Neukauf direkt in meine Investzone 2 gehievt. Ja und alle anderen Aktien, die Unipar Networks, der ETF, MSCI Japan Small Cap, Newmont Mining, Reply, Square Enix, Teleperformance und auch der US Treasure Bond 20+, haben so eine Schwäche gezeigt, dass sie ins Minus gelaufen sind. Da habe ich dann die Nachkäufe getätigt, inklusive einer Optimierung. Und das waren halt insgesamt dann meine Investitionen von dieser Woche. Dann würde ich sagen, sind wir hier soweit durch. Dann gehen wir mal zur Branchenaufteilung von meinem selbst erstellten ETF. So, hier hat sich natürlich auch diese Woche ein bisschen was getan. Die Activision Blizzard ist dann hier beim Gaming-Bereich rausgeflogen, hier in den Trading-Bereich. Und dafür ist die Electronic Arts reingekommen. Wie gesagt, die Verkäufe waren alles nur Teilverkäufe, deswegen sind alle Aktien auch weiterhin noch in meinem Bestand. Also rausgeflogen ist ansonsten nichts mehr. Ja, dann habe ich noch durch den Neukauf die Nasdaq bei Börsenanbieter reingepackt. Dementsprechend ist jetzt diese Branche auch gefüllt. Die Deutsche Bank hat dann dementsprechend den Bankenbereich dann auch komplettiert. Und wen haben wir noch? 1, 2, 3, ach so, ja, hier unten Reisen und Tourismus. Ja, wie gesagt, die Expedia hat jetzt eine Wiederzurückführung erreicht bei mir, ist jetzt hier reingekommen. Ich hatte echt Schwierigkeiten gehabt, aber auch wirklich Unternehmen zu finden aus dem Reise- und Tourismusbereich, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Natürlich ist eine Booking.com oder so sehr interessant oder eine Airbnb, aber die haben halt nicht die Preise, wo ich gerne zuschlagen würde. Und deswegen bin ich da jetzt nicht drin. Fluggesellschaften sind mir momentan ein bisschen zu schwammig mit der Verschuldung. Und jetzt hat man auch wieder mitgekriegt, dass wohl die Ticketpreise sich dann halt reduzieren. Und die haben auch insgesamt keinen guten Lauf jetzt die letzten Tage gehabt. Und ich habe eine Fluggesellschaft im Auge, da könnte ich mir vorstellen reinzugehen, aber noch habe ich den Mut nicht gefasst, das zu machen. Ja, und ansonsten, ob Casinobetreiber oder halt Hotels und so weiter, da bin ich momentan nicht in Bereichen drin oder auch Reiseveranstalter, ich sag mal nur TUI oder sowas, will ich nicht haben momentan. Und dementsprechend, ich habe Schwierigkeiten, ein Unternehmen zu finden. Und bin deswegen natürlich noch froh, dass ich hier die Expedia jetzt wieder zurück habe, damit ich zumindest schon mal zwei Unternehmen wieder im Bereich Reisen und Tourismus drin habe. Ja, ansonsten die Fragezeichen seht ihr ja, wo noch die Lücken da sind. Da suche ich noch händeringend Unternehmen für meinen selbst erstellten ETF. Durch die vier
Neuposition, das sind ja alles nur kleine Bestände, die ich jetzt erstmal habe, ist zumindest ein bisschen was befüllt worden in dieser Woche. Ich hoffe natürlich immer noch, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall fertig werde mit der Struktur. Sommer, Spätsommer war eigentlich mein Jahresziel gewesen. Durch die Stärke des Marktes werde ich das wohl in diesem Zeitraum wohl nicht schaffen. Aber ich habe natürlich die Hoffnung, dass ich in den letzten oder den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht auch durch eine Schwächephase, wirklich durch den saisonellen, schwächeren September, August, September, dass ich da vielleicht auch meine Chancen kriege, um wirklich die ersten kleinen Positionen für die restlichen Unternehmen, die mir jetzt noch fehlen, jetzt hier endlich zu bekommen und auch reinzupacken, dass meine Struktur endlich besteht und dass ich dann über die nächsten Monate und Jahre dann die Positionen halt aufbauen kann, je nachdem, wie die Kursverläufe sind und die weitere geschäftliche Entwicklung der Firmen. Aber ich will erstmal die Position haben, noch habe ich sie nicht, aber sollte die Schwäche jetzt kommen, werde ich hoffentlich dann halt wieder mehr Gelegenheiten bekommen. Ich habe natürlich für diese ganzen Fragezeichen auch Wunschkandidaten im Auge, aber solange sie nicht die Preise erreicht haben, die ich mir vorstelle, schlage ich nicht zu. Und dementsprechend bin ich natürlich bei ganz vielen Unternehmen scharf drauf, dass die wirklich mal durch so eine Korrekturphase gehen und wo sie dann wirklich mal Kursniveaus erreichen, wo ich sage, jetzt sehe ich ordentlich Potenzial für die Zukunft und auch ein Preisniveau, der fundamental so fair bewertet ist, dass ich hier frohen Herzens zuschlagen kann. Und solange ich das nicht sehe, können die Firmen noch so sehr auf meiner Wunschliste stehen, kommen sie hier nicht rein. Und ich habe durchaus für jedes Fragezeichen 2-3 Unternehmen, die ich sehr, sehr gerne kaufen möchte. Warte hier aber wirklich nur auf die richtigen Preise. Aber ich schaue natürlich auch immer wieder nach neuen Unternehmen, denn wenn ich die Chancen bei meinen, ich sag mal, Wunschunternehmen nicht bekomme, gehe ich durchaus dann auf der Suche nach neuen Unternehmen. Und wenn ich da was finde, dann kommen die halt erstmal rein. Ne? Also da bin ich ja sehr flexibel. Wie gesagt, ich bin auf der Suche und je tiefer der Markt geht und je stärker eine Korrektur sein würde, desto leichter würde es mir natürlich fallen, wie jetzt zu ist doch mal so, wie die letzten Wochen waren, zu den Höchstständen, wo natürlich viele Aktien natürlich auch sehr heiß gelaufen sind. Klar gibt es immer Einzelchancen, wo man die Chancen auch wahrnehmen kann, wenn die mal in eine Schwächephase reinkommen und sich gegen den Markt entwickeln. Aber es sind halt dann oft auch Unternehmen, wo die Probleme nicht unbegründet sind für die Kursverluste und wo man natürlich dann nicht euphorisch reinstirbt. Naja, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Ihr seht auf jeden Fall, wo die Lücken noch da sind. Da bin ich auf jeden Fall verstärkt momentan am Suchen. Wenn ich was finde, werde ich dann natürlich dementsprechend über Kaufvideos euch das mitteilen, wenn ich hier zuschlage und neue Positionen errichte. Und irgendwann ist meine Struktur für meinen selbst erstellten ETF dann fertig. Dann geht es nur noch darum, die Bestände weiter zu erhöhen und eventuell noch Unternehmen zu finden, die besser sind wie die Unternehmen, die ich in meinem Depot habe. Ja, ich will ja nicht garantiert sagen, dass das wirklich die Unternehmen sind, die in 10 Jahren noch immer im Depot sind. Es kann durchaus noch bessere Unternehmen geben, die sich auch durch die nächsten Entwicklungen der nächsten Monate und Jahre ja auch besser entwickeln oder mehr Potenzial zeigen. Und das sind dann durchaus auch dann halt Kandidaten für Austausche. Grundlegend möchte ich an den Positionen lange festhalten. Aber wenn ich natürlich was Besseres finde, wie das, was ich im Depot habe, kann es natürlich zu einem Austausch kommen. Und die Aktien suche ich natürlich auch weiterhin, um immer das Potenzial Beste für mich persönlich, nach meinem Anschein, in meinem Depot, in meinem selbst erstellten ETF zu haben, die natürlich auch dementsprechend das Potenzial haben für gute Kurssteigerungen in den nächsten Jahren. Ja, ich will nicht sagen, dass in den Positionen, die ich jetzt hier drin habe, wie zum Beispiel jetzt Konsumgüter, Henkel, Reckitt, Benckiser, Unilever und Essity, dass da nicht noch ein besseres Unternehmen wie eine Procter & Gamble gibt. Ja, gibt es, aber sie ist natürlich immer noch in einem relativ teuren Bereich drin, zumindest in einem Bereich. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt unfair hoch bewertet ist, aber ich sehe nicht immens viel Potenzial. Sie hat natürlich durchaus ein bisschen Potenzial, aber das Potenzial ist natürlich irgendwo begrenzt, wenn sie schon sehr hoch gelaufen ist, beziehungsweise ein hohes KGV hat und dementsprechend, ja, ich merke schon wieder, ich rede mir hier um Kopf und Kragen. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich schaue einfach mal, was ich hier so noch ergattern kann. Und wie gesagt, danach ist ja auch nicht alles in Stein gemeißelt. Ich werde ja durchaus dann weiter noch nach optimalen Möglichkeiten suchen. Aber grundlegend will ich natürlich an den meisten Unternehmen hier festhalten. So, jetzt schwenke ich mal schnell um zum Trading-Bereich. Sonst rede ich mir wirklich den Mund fusselig und
Sonst dauert das Video wieder 2 Stunden. Möchten wir alle nicht. Dementsprechend machen wir schnell die Trading-Position. Die 3 Positionen habe ich ja gerade vorgestellt. Wie gesagt, Activision Blizzard, das ist eine Momentsache. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Wochen irgendwann mal der Kurs in den Bereich reinläuft, wo ich dann wirklich den Stecker ziehe. Hier ist nicht mehr viel Potenzial drin. 86 Euro oder sowas ist der maximale Preis, den Microsoft jetzt zahlt. Und wenn das von den Behörden durchgeht, dann wird auch da nicht mehr nachverhandelt. Der Preis steht. Dementsprechend, die Position wird ganz schnell fliegen, sobald der Preis erreicht ist, und die anderen beiden sind jetzt fast plus minus null. Da warte ich jetzt nur drauf, dass die dann halt irgendwo in den positiven Bereich reingehen, dass ich da mal ein paar Gewinne realisieren kann und dann wieder das Cash frei machen kann. Ja, und ansonsten, der Trading-Bereich wird ja dann vor allem dann wichtig werden, wenn ich dann vor allem die Struktur hier fertig habe und dann mit diesen angepeilten 10% meines Depots dann hier durchaus aktiv mit Positionen reinhole, um sie dann in einer gewissen Gewinn, im Gewinnbereich dann halt zu verkaufen, um halt immer wieder ein bisschen extra Cash zu generieren, was ich ja natürlich auch im vollen Umfang dann nutzen kann durch den gefüllten Steuertopf. Und so versuche ich dann halt immer wieder extra Mittel freizumachen. So, ich würde sagen, hier habe ich jetzt alles ausgiebig und wahrscheinlich viel zu ausgiebig erzählt. Und dann würde ich sagen, das sollte dann jetzt hier erstmal reichen. So, das war's dann für heute. Das Depot ist weiter solide im Plus, musste aber diese Woche etwas am Buchgewinn abgeben. Das gehört halt dazu, und da ich mit schwächeren Märkten durchaus rechne und diese mir natürlich auch wünsche, muss ich natürlich auch mit meinem breit aufgestellten Depot mit so etwas rechnen, dass es mal runtergeht. Da Buchgewinne, aber auch Verluste, so wie ich das immer auch sage, mich jetzt nicht wirklich tangieren, ist das auch alles nicht so schlimm. Und wenn sich dadurch natürlich dann gute Einstiege bei Positionen ergeben, wo ich dann jetzt rein kann, dann ist das auch alles okay. Schließlich will ich weiter investieren und das möglichst zu tiefen Kursen, damit das langfristige Potenzial größer wird. Aktuelle Schwäche habe ich diese Woche auch eigentlich auch gut ausgenutzt, aber nur so weit, dass ich sie über meine Verkäufe auch wieder refinanzieren konnte. Der Cashbestand ist weiter hoch und er wurde diese Woche durch Investitionen auch nicht wirklich abgebaut. Und so brauche ich jetzt nur noch die Gelegenheiten abzuwarten, die jetzt eventuell kommen in den beiden eventuell schwächeren Börsenmonaten August und September, um dann halt wirklich ordentlich zuschlagen zu können. Mal sehen, wie das nächste Woche schon klappt. Könnte ja sein, dass nächste Woche schon mal ein bisschen Druck in den Markt reinkommt. Und dann werde ich auch diverse Gelegenheiten bestimmt ausnutzen, um mein Depot immer weiter voranzubringen. So, machen wir jetzt mal wirklich Schluss. Wäre natürlich super toll von euch, wenn ihr mir ein kleines Däumchen hochgeben könntet. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Persönlich würde es mich natürlich auch freuen, damit ich sehe, dass euch das Video gefallen hat. Ansonsten erinnere ich euch nochmal daran, wenn ihr zum ersten Mal hier seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann werdet ihr auch weitere Videos von mir mitkriegen und nicht verpassen. Dementsprechend macht das. Und ich sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!